So, wie beim letzten Mal gesagt, ich habe nämlich vertan. Ich kontrolliere auch hier ganz gerne. Teros. Teros steht jetzt 2020. Dementsprechend machen wir jetzt Teros auf. Ich wollte unbedingt das erste Set 2020 aufmachen, weil wir jetzt vor dem ersten Set 2021 stehen. Magic Diggering. Subscribe. Besuche uns auf YouTube. Nur bitte nicht jetzt. Wir haben Verlockung der Möglichkeiten. Zwar mal eine Spontanzauber, aber ihr werft als zusätzliche Kosten eine Karte ab. Um den zu wirken und zieht zwei Karten. Omen der Jagd. Dreimal Verzauberung mit Aufblitzen. Wenn ihr ins Spiel kommt, könnt ihr euer Deck nach Standardland zur Karte durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Für dreimal könnt ihr die Opfer in Hellsicht 2 machen. Das ist nicht schlecht. Ah, hier runterlegen. Aufflackern des Schicksals. Zweimal Spontanzauber. Ihr schickt eine Kreatur in Verzauberung eurer Wahl ins Exil und bringt sie unter Kontrolle ihres Besitzes wieder zurück. Okay. Was bist du denn? Fäule Atem Katalop Katoblepas. Ja. 6 Mana 3-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine Kreatur minus X minus X geben, wobei X die Anzahl an Hingabe zu schwarz ist, also Devotion. Elite-Ausbilderin, 3 Mana 2-2. Wenn sie ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte und wirft eine Karte ab. Okay. Die haben auch so ein ganz komisches Feeling auf der Oberfläche. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen strange für dich aktuell. Die sehen fast schon geclouded aus, wenn du die rauskommt. Egal. Iroas Segen. 4 Mana Verzauberung, Aura. Ihr verzaubert eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine Kreatur am Planeswalker, die ein Gegner kontrolliert, 4 Schaden machen und die Kreatur kriegt plus 1 plus 1. Not bad. Hätte ich mal im Pre-Release bestimmt gerne gehabt. 4 Mana 4-3. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur eurer Wahl plus X plus 0 bis zum Ende des Zuges über X, die Devotion zu grün ist. Ruhmträgerin. 4 Mana 3-4. Immer wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, angreift, erhält sie plus 0 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Okay. Tempeldieb. 2 Mana 2-2. Wenn der Tempeldieb kann weder von verzauberten Kreaturen noch von Verzauberungskreaturen geblockt werden. Das war damals bestimmt ziemlich mächtig. In die Unterwelt ziehen. 4 Mana Spontanzauber. Dieser Spontanzauber kostet beim Wirken X Mana weniger, ob X die Hingabe zu schwarz ist. Zerstört eine Kreatur deiner Wahl. Das ist ziemlich mächtig. Das kann halt auch mal für 2 Mana. Das ist ziemlich gut. Metzelpriester des Mogis. Ein rotes und schwarzes 2-2. Immer wenn eine bleibende Kreatur geopfert wird also wenn man selber eine opfert, kriegt der plus 2 plus 0. Und für 2 Mana kann man eine Kreatur oder eine Verzauberung opfern, um dem Erstschlag zu geben. Okay. Blick in die Freiheit. 2 Mana. Spontanzauber, ziehe eine Karte. Und man kann für 3 Mana und 5 Karten aus dem Friedhof exilen und sie wieder spielen. Und sie geht wieder in den Friedhof zurück. Die Befreiung, das war eine verdammt, verdammt gute Fähigkeit. Und wir haben das Woo Girl. Das hieß damals das Woo Girl, weil das Girl so aussieht, als würde sie wooen. Galia, unermüdliche Tänzerin. 2 Mana 2-2 Eile. Andere Satyren, die ihr kontrolliert, halten plus 1 sind Eile. Und immer wenn du mit 3 oder mehr Kreaturen angreifst, kannst du eine per Zufall bestimmte Karte abwerfen, wenn du ziehst, die zwei Karten. Satyre. Die Story von Satyren ist sehr traurig, weil die machen Party ohne Ende, weil wenn sie keine Party mehr machen, sterben sie. Das ist die Original-Lore von denen. Dann haben wir eine Insel. Ah, stimmt, da waren diese Pokémon-Karten. Also, ich habe sie mal Pokémon-Karten genannt, waren da drin. Und wir haben noch eine Springflut-Schildkröte. 2 Mana 05 Aufblitzen Defender. Das ist auch nicht bad. Und ein Mensch-Soldat. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Black Said. Ciao, ciao.